Marcel Janssen ist unter die Graffiti-Künstler gegangen. Eine Strafe muss der HSV-Profi aber nicht befürchten. Im Rahmen des Projektes Praktisch gut – Perspektive mit Plan bekannte der 36-fache Nationalspieler Farbe und absolvierte mit Jugendlichen einen Spray-Workshop. Hier kommt man halt in ein Umfeld, wo es mal wieder was anderes ist, wo man sich selber daran erinnert, als man jung war, wo man einfach ein bisschen rumflaxt, wo man aber auch ernstere Themen mit den Kindern bespricht und denen einfach auch so ein bisschen die Illusion nimmt, so, ah, das sind alles nur Stars. Beim 1:1 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag wackelte der HSV am Ende bedenklich und musste in der 92. Minute den Ausgleich hinnehmen. Der erste große Ärger ist aber schon wieder verflogen. Wenn wir das Ding vor der Halbzeit kriegen, steht es schon 1:1 und Dortmund war natürlich ab der 50. Minute spielbestimmt mit 300-400-prozentigen Torchancen. Also von daher, glaube ich, können wir schon damit leben. Es ist dann natürlich emotional sehr ärgerlich, aber unsere Fans haben mal eine geile Stimmung gemacht, die Dortmunder Fans. Es war ein gutes Spiel und es ist mit den 3 Punkten, die jetzt noch aufzuholen sind, alles möglich. 3 Punkte Rückstand haben die Hanseaten auf den 5. Platz und damit auf die Teilnahme an der Europa League. Marcel Janssen sahen die HSV-Fans zuletzt selten die Linie rauf und runter flitzen, stattdessen saß er oft auf der Bank. Kommen da Gedanken an einen frühzeitigen Abgang auf? Ich sehe meine Situation eigentlich relativ entspannt, weil ich jetzt seit einem halben Jahr gesund bin. Merke immer, dass ich immer mehr zu meinen 100% komme und habe noch 2 Jahre Vertrag. Von daher werde ich auch in den 2 Jahren alles für den Verein geben. Am Samstag gegen Hannover 96 hat der Linksfuß die nächste Möglichkeit, sich in den Mittelpunkt zu spielen.